Heute basteln wir eine Weihnachtsdekoration. Und zwar habe ich hier ein Holzbrett genommen. Und dieses Holzbrett könnt ihr natürlich auch an die Wand hängen oder anlehnen an die Wand oder anlehnen an ein Fenster. Ihr könnt das Ganze aber auch auf den Tisch legen und anstatt der Sterne, die in den Kreisen sind, auch Teelichter stellen, kleine. Mit dieser Bastlerwald könnt ihr viele Sachen machen. Ihr könnt es nach draußen stellen, neben die Haustür als Bild, waagerecht oder senkrecht, das ist ganz egal. Also mit dieser Bastlerwald kann man viel machen und die ist einfach herzustellen. Für die Bastlerwald brauchen wir nun folgendes Material. Ich habe hier ein Brett, das ist aus einer Kommode. Das hat die Maße 26 x 65 cm. Ich habe gedacht, das ist zu schade zum Entsorgen. Da mache ich nochmal eine Bastelarbeit mit. Manchmal hat man ja so alte Bretter im Haus. Diese Bastelarbeit kann immer der Größe eines bestimmten Brettes angepasst werden. Dies soll jetzt nur so als Muster dienen. Also, das Brett habe ich mit einer abtönenden Farbe zweimal schwarz gestrichen und trocknen lassen. Dann brauche ich hier solche Ringe. Die habe ich hier oben von dem Joghurtbecher abgetrennt. Ihr könnt da jeden anderen Joghurtbecher auch nehmen. Ich habe diese ja jetzt viel benutzt. Zeige ich euch das mal gleich, wie ich die abtrenne. Da habe ich jetzt ein paar von gesammelt. Dann habe ich Filzsterne. Ihr könnt auch andere Sterne nehmen. In Natur, in Holz, in Plastik. Je nachdem, was ihr zu Hause habt. Hier habe ich weiß gewählt, weil sich das zu diesen Ringen anpasst. Dann habe ich eine Schere, einen Cutter. Dann habe ich hier kleine Perlen, also so ein Perlenband. Die gibt es nicht nur in größer, sondern auch in kleiner. Müsst ihr mal schauen, die gibt es in Silber oder Gold. Ich habe mich für Gold jetzt entschieden. Dann braucht ihr die Heißklebepistole und hier habe ich so ein dünnes Tischband auf der Rolle. Da kann man immer was von abschneiden, das finde ich ganz schön. Das ist sehr durchsichtig und hat so ein bisschen so Glitzereffekte da drauf. Damit gestalte ich gleich die Ringe. Allererstes trenne ich jetzt mal diesen Rand ab. Dafür muss ich hier in den Joghurtbecher einstechen und dann schneide ich den erstmal grob aus. So, das ist der Becher, wo ich die Hüllen immer von gebraucht habe. Ihr könnt aber auch jeden anderen Joghurtbecher nehmen, in kleiner oder größer. Müsst ihr mal schauen. So, wichtig ist, dass man es erstmal so ein bisschen grober abschneidet. Und dann schneide ich von hier innen, setze ich die Schere so direkt an den Rand an und schneide das richtig so entlang. Das funktioniert ganz gut. So, dann bin ich schon rund. Ich bin schon rund geschnitten. Wenn ihr jetzt mal seht, da ist noch eine kleine Ecke, dann nehmt ihr die Schere so und streicht das so ein. So, ich habe hier, da ist so ein kleiner Huckel jetzt. Das ist von großem Vorteil, da ich, wenn ich eine Perlengirlande jetzt aufklebe, klebe ich das an dieser Seite. Diese Seite nicht, sondern an dieser Seite. Da trage ich... Guck mal hier, wo ich den Anfang habe. Zunächst hier Klebstoff auf, also Heißkleber. Wer keine Heißklebepistole hat, kann das auch mit einem anderen Kleber machen. So, jetzt hoffe ich, dass sie schon heiß genug ist. Es dauert noch einen Augenblick. So, jetzt trage ich hier den Klebstoff auf, immer so etappenweise. Sonst trocknet der zu schnell an. Dann lege ich das hier hin und drücke die Perlengirlande da, wo ich den Kleber aufgetragen habe, an. So. Dann hebe ich den wieder hoch, sonst treffe ich da so viel das Papier mit. So mache ich das jetzt rundherum. Ich habe schon mal so einen vorbereitet.
So sieht die Bastelarbeit erstmal aus, wenn ich den Ring aufgeklebt habe. Dann nehme ich mir meinen Stoff. Der hat so hier so wirklich eine Ecke, da ist viel von diesen Silberpunkten drauf. Den schneide ich mir mal eben so ein bisschen ab. So, etwas großzügiger. Dann lege ich den mal hier so drauf. Und dann trage ich hier von der Rückseite, und zwar diese Rückseite ist jetzt glatt, nochmal den Kleber auf. Kann sein, dass ich den nachher noch mal ein bisschen nachkleben muss, weil der schnell trocknet. Ich gucke mal, dass ich es in eins kriege. So, und dann setze ich das hier auf die schönste Stelle des Stoffes und drücke das an. Ich ziehe den jetzt so ein bisschen weg. Ihr hört, hängt der sonst an dem Papier mit fest. So ist das jetzt locker. Dann gucke ich, ob es überall fest ist. Da kann noch ein bisschen Kleber dran. So, und dann schneide ich den Stoff einfach rundherum hier ab. Dieser dünne Stoff lässt sich wunderbar schneiden. So, und von diesen Ringen, da fertige ich mir jetzt einige an. So, hier ist der Nachteil bei diesem Stoff, wie ihr das seht, der ist nicht richtig gespannt. Der ist so ein bisschen labberig. So sollte das nicht sein. Das mache ich nochmal ab und klebe das neu. Nur damit ihr wisst, worauf ihr achten solltet. So, und dann schaue ich, dass ich diese Teile vielleicht mit ein paar Sternchen schmücke, so in unterschiedlichen Variation, hier habe ich nur einen, da muss ich den Stoff noch ein bisschen abschneiden. Die klebe ich dann mit dem Heißkleber ein bisschen fest. Passt auf, dass ihr nicht so viel Klebefläche habt. Und dann zeige ich euch gleich, wenn ich meine Reifen alle fertig habe. So, ich habe jetzt 6 von diesen Kreisen vorbereitet. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich hier mein vorbereitetes Brett. Wie ich diese Sachen da drauf lege. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich das hier so mittig auflege. Na, du klebst ja noch ein bisschen da fest. So, da ist ein bisschen Pappe hintergekommen. Kann ich nochmal abmachen. So. So, ob ich das so in Abständen aufklebe, muss ich mal sehen, wie das aussieht. Und vielleicht auch in so in etwa vielleicht, ein bisschen weiter noch da. Muss ich nachher die Abstände nochmal genau abmessen. Das ist jetzt so ein bisschen so frei Schnauze gelegt. So könnte ich mir es schon vorstellen. Und dann würde ich hier noch Sterne aufkleben. Die kommen alle aus einer Packung. Wie gesagt, ihr könnt auch andere Sterne nehmen. Schaut mal, was ihr so zu Hause habt oder in den Geschäften noch findet. Ich weiß gar nicht, ob es zu viel wird oder nicht. Muss ich nächstes Mal erst auf und dann gucke ich. So, wäre es eine schöne Weihnachtsdeko. Ja, ich glaube, so gefällt es mir sogar schon. Ja, dies lasse ich so in der Mitte. Ihr könnt das natürlich auch kreuz und quer legen, wie ihr das so möchtet. Man kann diese Teile auch als Zweiganhänger nutzen. Dann würde man nochmal denselben Stern von der Rückseite aufkleben und auch eine Perlengirlande aufsetzen. Das sind auch schöne Zweiganhänger oder Anhänger für den Tannenbaum. So werde ich mir jetzt einen Klebstoff nehmen und die Sachen aufsetzen. So, ich habe die Kreise jetzt
aufgeklebt und die Sterne auch und hier die Sterne reingesetzt. Ich finde, das ist eine schöne Dekoration. Was mir nachher eingefallen ist, wenn ich jetzt hier keine Sterne reinsetze, dann kann ich das Brett sogar auf einen Tisch legen und Teelichter oder Kerzen hineinstellen. Das sieht auch bestimmt toll aus. So kann ich es an die Wand stellen oder irgendwo anlehnen. Ich kann es hochkant aufhängen oder auch waagerecht. Das müsst ihr schauen, wie ihr das mögt. Also ich finde diese Kombi ganz schön. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Diese Bastelarbeit ist wirklich total einfach und kostengünstig. Man kann aus den Kreisen mit den Perlen auch Zweiganhänger machen, die man an eine Tanne hängt oder an Zweige. Also man ist wirklich, man kann das vielfältig nutzen. Falls ihr noch andere Dinge sucht, wie zum Beispiel Sterne oder Engel, dann schaut mal in meine Playlist. Dort habe ich viele verschiedene Dinge gemacht. Da ist bestimmt was Passendes für euch dabei. Ja, ein Daumen nach oben wäre schön, ein Abo auch oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Bis bald, eure Angelika Kipp.